Willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten. Gestern Abend ist in einem Kemptener Ortsteil ein Damm gebrochen. In nur wenigen Minuten stand ein ganzes Wohngebiet unter Wasser. Die Menschen versuchten zwar verzweifelt, ihre Häuser zu schützen, doch die Wassermassen waren unaufhaltsam. Wir waren auch heute noch mal vor Ort und geben Ihnen gleich eine Zusammenfassung der Lage. Ganz aktuell hat das bayerische Kabinett jetzt auch ein Soforthilfepaket beschlossen. Mindestens 100 Millionen Euro sollen zum Helfen verwendet werden. Mehr dazu ebenfalls später. Außerdem gibt es heute diese Themen. Hochwasserhilfe. Kaufbeurer Stiftung startet Spendenaktion. Hochwasserschutz. Der Damm bei Otto Beuren hat wohl Schlimmeres verhindert. Und Platzmangel. Der Landkreis Oberallgäu stößt bei der Flüchtlingsunterbringung an seine Grenzen. Das Wetter im Allgäu. Weniger Regen, mehr Sonne. Babenhausen, Otto Beuren, Lindau und viele weitere Ortschaften. Gestern Abend, da haben wir ja schon in einer Sondersendung der Allgäu TV Nachrichten über den aktuellen Stand der Hochwasserlage berichtet. In den meisten Ortschaften war das Schlimmste zu diesem Zeitpunkt überstanden. Kempten war bis dahin relativ glimpflich davon gekommen, bis gestern Abend dann ein Damm im Ortsteil Hinterbach gebrochen ist. Wir waren vor Ort und haben mit den Anwohnern gesprochen. Wir haben das heute frisch erlebt, das Wasser kam schon mal, dann konnte man es wegmachen, also einen Deich bauen und jetzt nochmal. Und jetzt, ich sagte, ich habe Angst, weil ich wohne da und ich weiß nicht, wie sich das da noch mehr staut. Also von dem her, man hat gemischte Gefühle. Wir fangen jetzt schon an, vom Keller ein bisschen was hoch zum Räumen und das andere müssen wir halt dann zack, zack irgendwie. Und mit den Autos wissen wir nicht, ob wir dann die da rauffahren oder, also es ist schon Angst dabei, also das muss ich schon sagen. Also. Bis Montagnachmittag war die Stadt Kempten vom Hochwasser weitgehend verschont geblieben. Doch dann trat der Kollerbach im Kemptener Ortsteil Hinterbach binnen kürzester Zeit über die Ufer. Auch ein von Anwohnern und Einsatzkräften provisorisch errichteter Damm konnte das Wasser nicht stoppen. Ja, ich wollte rausfahren, habe die Misere gesehen. Dann habe ich mich umgezogen und habe geholfen. Mehr kann ich nicht machen. Ein bisschen Brotzeit abgebracht. Meine Frau hat sich engagiert mit Kaffee und Kleinigkeiten halt. Muss ja zusammenhalten. Mein Mann hat mich angerufen, hat mir das mitgeteilt, dass es so ist. Ich habe von der Nina Warn-App noch eine Meldung bekommen, dass der Damm gebrochen ist. Konnte dann natürlich auch nicht heimfahren. Die Polizei hat mich gleich umgeleitet, bin dann heimgelaufen, konnte auch kaum in die Siedlung laufen. Ist wirklich schlimm, muss man wirklich sagen. Unsere armen Nachbarn, die betroffen sind. Mit Eimern und Pumpen wird versucht, gegen das Wasser anzukämpfen. Die Fluten scheinen kein Ende zu nehmen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen, das Wasser mit Hilfe von Sandsäcken umzuleiten. Auch Heizöl hat sich mit dem Wasser vermengt. Am Abend stößt Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle hinzu. Er möchte sich ein Bild von der Situation vor Ort machen. Also wenn ein solches Teilgebiet überschwemmt ist, man können sie ja nicht abpumpen. Sie müssen schauen, dass der Abfluss so gut wie möglich und so schnell wie möglich jetzt geschieht. Wir gehen davon aus, dass es auch keine weiteren Niederschläge jetzt mehr gibt, sodass es auch zügig der Fall sein wird. Und morgen und die nächsten Tage sind unsere Feuerwehreinheiten sicherlich damit beschäftigt, Keller auszupumpen und ihre Arbeit in diesem Sinn zu tun. Einige der Anwohner sind an diesem Abend vollkommen abgeschnitten. Eine Behelfsausfahrt gibt es nicht. Die Siedlung ist vollkommen von Wassermassen umringt. Heute ist das schwer vorstellbar. Die Sonne scheint, das Wasser fließt dort, wo es fließen soll. Die bekannte Ruhe nach dem Sturm. Keller und Garage standen hier gestern noch unter Wasser. Da bin ich machtlos. Wenn das Wasser kommt, übel. Aber mei, was will ich machen? Was kommen da jetzt für Aufräumarbeiten auf euch zu? Wir sind schon fast durch. Wir haben schon mit dem Staubsauger, wo die Feuerwehr da lassen, den Nassstaubsauger haben wir schon alles rausgesaugt. Auch hier stand das Wasser gestern hoch. Jetzt heißt es mit Anpacken und Aufräumen. Keller räumen, bis es wieder trocken ist und dann wieder renovieren, dass wieder alles okay ist. Aber wir hatten Glück, Heizung funktioniert, Strom funktioniert. Also von daher ist es nochmal gut gegangen.
Gestern war auch dieses Gebäude dem Wasser ausgeliefert. Heute ging es ans Aufräumen. Erwin Hackenmüller betont den Zusammenhalt zwischen den Anwohnern. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir so viele Nachbarn haben. Und es fragt jeder, kann ich dir helfen? Er hat gesagt, wir müssen aber selber erst mal aufräumen und nachher zum Nachputzen da. Und jetzt ist Manpower, Feuerwehr war halt Vormittag wieder da und hat wieder mitgeholfen bei den Leuten, den Schlamm weg zum Wegspritzen. Also geht nur über Manpower. Um die Betroffenen zu unterstützen, stellt die Stadt Container zur Entsorgung von Sperrmüll zur Verfügung. Dieser ist bereits bis oben gefüllt. Bis alle Schäden beseitigt sind, benötigt es hier noch jede Menge Arbeit und Zeit. Zeit braucht es auch, um sich vom Schock zu erholen, der hier in Hinterbach immer noch zu spüren ist. Tag 3 nach dem Hochwasser und die Solidarität bei uns im Allgäu ist riesengroß. Etliche Menschen haben sich auf den Weg gemacht, um zu helfen. Schnell haben sich auch Hilfsorganisationen jetzt mit eingeschaltet, so zum Beispiel die Stiftung Nächstenliebe Allgäu. Wie viele Sachspenden dort in nur wenigen Stunden zusammengekommen sind, ist wirklich beachtlich. Wir schauen uns die Lage genauer an. Bis gleich. Ich stehe hier an der Burgruine Burgberg. Wir sind hier auf dem Sportplatz vom SSV Niedersondhofen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt ist es ja hier auch relativ kalt, 8 bis 10 Grad, hast du vorher gesagt. Ich sitze jetzt hier im Sessellift am Breitenberg. Mein Ziel ist der Gipfel. Du zeigst mir ja heute, wie man kleines Hufeisen macht. Genau. Ich nehme das mir jetzt gerade mal raus. Land und Leute. Jede Woche woanders. Jede Woche Menschen, Vereine und besondere Plätze. Und ab 2024 auch mit neuen Orten. Mindelheim, Memmingen, Ottobeuren und viele mehr. Wer sind eure Alltagshelden? Welcher Verein ist besonders wichtig für den Ort? Oder einfach nur speziell? Was macht eure Stadt, eure Gemeinde aus? Schreibt uns und gestaltet zusammen mit uns jede Woche eine neue Folge Land und Leute. Mein Bär heizt ein. Unsere Pellets stammen zu 100% aus der heimischen Holzverarbeitung und werden in regionaler Produktion hergestellt. Fragen? Unser Team weiß Bescheid. Kessler, bärenstarke Energie. Ihr Event in besten Händen. Tagung, Firmen-Event, Messe oder Hochzeit. Von der perfekten Location bis zum Rahmenprogramm. Wir planen Ihre Veranstaltung für Gruppen von 10 bis 600 Personen nach Ihren Vorstellungen. Unser hervorragendes Catering wird Sie begeistern. Vom Fingerfood bis zum 5-Gänge-Menü. Frisch, regional, unvergesslich. Echt Fischen. Mit Leidenschaft für Ihr Event. Mein Bär. Vor Ort für Sie da. Kessler, bärenstarke Energie. Feuchte Kellerwände. Probleme mit Schimmel- und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinal.de. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Seit über 50 Jahren erfolgreich im Verkauf von Wohn- und Geschäftsimmobilien, Grundstücken, Anlageobjekten und der Vermietung. Walter Beck Immobilien. Mit Kompetenz vom Erstgespräch bis zur Übergabe. Wir kümmern uns um Ihr Projekt. Mit Jenny Brei und neuem Look sind wir auch in Zukunft Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen. Die Hochwasserkatastrophe hat nun auch im Allgäu ein Todesopfer gefordert. Wir sprechen mit der Polizei über die Hintergründe und was es aktuell zu beachten gibt. Auch wird jetzt, wo sich die Wassermassen ganz langsam zurückziehen, eine Frage immer drängender: Wohin mit dem ganzen Müll?
Außerdem stellen tausende Liter verunreinigtes Wasser die Orte vor große Herausforderungen. Viele Heizungen wurden nämlich überflutet, wodurch Heizöl ausgelaufen ist. Wie kann das Wasser entsorgt werden? All das jetzt. Im Landkreis Unterallgäu ist es gestern Mittag zu einem tragischen Unfall gekommen. Auf der Verbindungsstraße zwischen Marktrettenbach und Ronsberg ist eine 57-jährige Frau in ihrem Auto ertrunken. Laut Polizei habe sie selbst noch einen Notruf abgesetzt. Sie gab an, dass sie von der Fahrbahn abgerutscht sei und ihr Fahrzeug unter Wasser stünde. Polizeisprecherin Magdalena Buchmiller. Die Rettungskräfte machten sich sofort auf die Suche. Die Polizeistreife versuchte, die Dame irgendwo zu finden. Letztlich hat ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts die Dame bzw. das Fahrzeug versunken im Wasser gefunden. Die Wasserrettung konnte das Fahrzeug bzw. die Dame leider nur noch leblos bergen. Wir gehen davon aus, nach aktuellem polizeilichen Kenntnisstand, dass die Dame eine Absperrung, die auf der Straße aufgestellt war, wegen Hochwassers missachtet hat und die Straße trotzdem befahren hat. Diese war überflutet, aufgrund dessen kam sie vermutlich dann von der Fahrbahn ab und rutschte auf eine Wiese. Auf der Wiese stand das Wasser ein ganzes Stück hoch, wo das Auto und sie damit versunken sind. Die 57-Jährige soll nicht ortskundig gewesen sein, so die Polizei weiter. Der tragische Unfall macht deutlich, wie wichtig es ist, sich an die Maßnahmen der Einsatzkräfte zu halten. Und dazu nochmal Polizeisprecherin Magdalena Buchmiller. Wir weisen darauf hin, dass man Straßenabsperrungen nicht umfahren sollte. Die Straße, die von uns wegen Hochwasser gesperrt ist, ist nicht befahrbar. Da weisen wir ausdrücklich darauf hin, diese Sperrungen nicht zu missachten. Die bayerische Staatsregierung unterstützt Hochwasserbetroffene mit 100 Millionen Euro. Das wurde heute bekannt gegeben. Auch der Allgäuer und Europaminister Erik Beiswenger hatte sich für unbürokratische und schnelle Soforthilfen eingesetzt. Bayern lasse niemanden alleine, so der Staatsminister. Das Sofortprogramm zur schnellen und unbürokratischen finanziellen Hilfe steht geschädigten Privathaushalten, Gewerbebetrieben, selbstständig Tätigen sowie Land- und Forstwirten zur Verfügung. Voraussetzung für die Auszahlung dieser Hilfen ist ein Antrag bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde. Daneben sind im Falle einer durch das Hochwasser verursachten außergewöhnlichen Notlage dann weitere Notstandsbeihilfen möglich. Laut dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger möchte die Staatsregierung mit dem Soforthilfepaket sicherstellen, dass durch derartige Unglücksfälle niemand in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet wird. Hochwasserschutz vielerorts erfolgreich. Das Hochwasserrückhaltebecken Eldern hat verhindert, dass Otto Beuren am Wochenende überschwemmt wurde. Das bestätigt das Kempner Wasserwirtschaftsamt gegenüber der Allgäuer Zeitung. Das Becken, welches 1,5 Milliarden Liter Wasser zurückgehalten hat, konnte damit Millionenschäden in Otto Beuren verhindern. Es wurde zwischen 2018 und 2020 gebaut und schützt die Gemeinden mit einem 9 Meter hohen und 730 Meter langen Erddamm. Seit 2001 haben Freistaat und Kommunen im Allgäu insgesamt 345 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. So gibt es inzwischen über 45 solcher Rückhaltebecken. Drei weitere befinden sich aktuell im Bau oder in der Planung. Ob das Hochwasser in Babenhausen durch weitere Becken hätte verhindert werden können, sei laut Wasserwirtschaftsamt schwer zu sagen. Die Schäden wären aber höchstwahrscheinlich geringer ausgefallen. Auch der Forgensee sei nach wie vor ein wichtiger Baustein beim Hochwasserschutz. Er entlaste aktuell beispielsweise die Donau. So viel Wasser wie momentan hatte er zuletzt beim Hochwasser 2013. Zahlreiche überflutete Keller, Häuser, Garagen und Gärten müssen aktuell ausgeräumt werden. Der Müll, der durch das Hochwasser entstanden ist, kann in Memmingen zum Beispiel kostenlos abgegeben werden. Das Angebot gilt ab heute und noch bis Samstag, den 15. Juni, am Wertstoff- und Problemmüllzentrum. Es wird darum gebeten, den Personalausweis mitzubringen. Auch der Landkreis Unterallgäu hat für Hochwasserabfälle die Entsorgungsmöglichkeiten erweitert. Der entstandene Sperrmüll wird diese Woche noch kostenlos angenommen. Und zwar hier an der Umladestation Breitenbrunn, bei der Firma WRZ Hörger in Stetten und in der Kompostanlage in Wolfertschwenden. Zudem haben einige Gemeinden auch vor Ort Container aufgestellt.
Gefahrgut, Sonderabfälle sowie Baustellenabfälle sind von der Annahme ausgeschlossen. Ob es in Ihrer Stadt ähnliche Angebote gibt, erfragen Sie am besten im örtlichen Rathaus. Entsorgung von verunreinigtem Wasser. Im Zuge des Hochwassers sind vielerorts auch Heizungen und Öltanks ausgelaufen. Immer wieder waren in den betroffenen Gebieten deshalb Ölschlieren auf der Wasseroberfläche zu sehen. Teilweise waren ganze Keller und auch Tiefgaragen mit einem Öl-Wasser-Gemisch vollgelaufen. Das Landratsamt Unterallgäu und die Regierung von Schwaben weisen darauf hin, dass mit Öl verunreinigtes Wasser speziell entsorgt werden muss. Dabei müssen die örtlichen Einsatzkräfte informiert werden. Diese verfügen über spezielle Pumpen, die eine ordnungsgemäße Entsorgung sicherstellen können. Bei weiteren Fragen werden Betroffene gebeten, sich an das zuständige Landratsamt zu wenden. Und noch immer sind durch das Hochwasser verschiedene Bahnstrecken eingeschränkt. Welche genau aktuell noch betroffen sind, das erfahren Sie auf der Homepage der Deutschen Bahn. Neben dem kürzlich bekannt gewordenen Soforthilfepaket der Bayerischen Staatsregierung für Betroffene des Hochwassers können Betriebe unter bestimmten Voraussetzungen auch Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen beantragen. Auch hier werden Betroffene gebeten, sich für weitere Informationen an die zuständige Stelle zu wenden. Und soweit kompakt, jetzt schauen wir aufs Wetter. Die heutige Nacht wird größtenteils klar, vereinzelt kann es im Ost- und Unterallgäu bedeckt sein. Regen wird nicht erwartet, die Temperaturen liegen bei Werten um die 11 bis 13 Grad. Morgen Vormittag kann es im gesamten Allgäu erneut zu Niederschlag kommen, es bleibt aber mild bei Temperaturen um die 19 Grad. Nachmittags steigen die Werte nochmal leicht an, der Regen wird voraussichtlich weniger. Im Unterallgäu soll er sogar komplett nachlassen. In den Bergen sieht es ganz ähnlich aus wie auch im Tal, größtenteils bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Etwas Regen gibt's auf dem Tegelberg. Die Temperaturen liegen zwischen 13 Grad auf dem Nebelhorn und 18 Grad in Ofterschwang-Gunzesried und auf dem Gründen. Das Wetter in den kommenden Tagen. Donnerstag voraussichtlich trocken bei Werten um die 22 Grad. Am Freitag unbeständig, Sonne und Wolken und auch Regen sind möglich. Ganz ähnlich sieht es auch am Samstag aus bei Temperaturen um die 22 Grad. Nach dem Hochwasser steht das Allgäu eng zusammen. Erste Spendenaktionen sollen Betroffene vor allem aus den Katastrophengebieten wie dem Unterallgäu Unterstützung liefern. Viele Orte wollen helfen, ein Zeichen der Solidarität. So etwa die Kaufbeurer Stiftung Nächstenliebe in Aktion. Tobias Krüger und Anna Beitz darüber, wie geholfen werden kann und was nun dringend benötigt wird. Der nächste LKW ist schon bereit. Hier im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz werden seit gestern Spenden für die Hochwasserhilfe im Landkreis Unterallgäu gesammelt. Die Stiftung Nächstenliebe in Aktion möchte dort unterstützen, wo Hilfe dringend benötigt wird. Also in erster Linie geht es darum, dass wir Waren, Haushaltswaren, Möbel, Waschmaschinen, was immer im Haushalt gebraucht wird, sammeln. Wir haben also verschiedene Aufrufe. Wir nehmen die Sachen an, lagern sie zwischen und schauen dann, dass wir über das Landratsamt in Unterallgäu versuchen, dann die Bedürftigen, die also vielleicht auch keine Versicherung haben, zu finden, die bestimmte Waren dann benötigen und die wir dann eben auch anliefern. Die Hilfsbereitschaft der Allgäuerinnen und Allgäuer ist enorm. Im Minutentakt erhält Wolfgang Groß Anrufe und Nachrichten. Transport und Lagerung der Sachspenden müssen koordiniert werden. Man merkt, die Lage im Unterallgäu lässt das gesamte Allgäu zusammenstehen. Man möchte landkreisübergreifend unterstützen. Das hat mich natürlich schon auch sehr betroffen gemacht, dass bei uns so eine Katastrophe stattfinden kann, dass Dämme brechen und dann wirklich Dörfer überflutet werden und die Menschen alles verlieren. Und dadurch kam der Gedanke, dass wir uns mit unserer Stiftung kümmern darum, dass Menschen, die eben alles verloren haben, eben das Wichtigste wiederbekommen können. Drei Container sind bereits transportbereit. Drei weitere sollen noch kommen. Vor allem Haushaltsartikel, Mobiliar, elektronische Geräte und Kleidung werden benötigt. Schon heute, einen Tag nach Aktionsstart, kommen Menschen vorbei, um Sachspenden abzugeben. Wer helfen möchte, hat aber mehrere Möglichkeiten. Also einerseits kann man natürlich über
die Website uns Informationen zukommen lassen, was man gerne abgeben möchte. Vor allem die Waren, die transportiert werden müssen, die man selbst nicht bringen kann. Da brauchen wir einfach die Informationen und Fotos von den Möbelstücken, die abgegeben werden können. Andererseits brauchen wir natürlich auch Mittel, um das Ganze zu organisieren. Wir werden einige Fahrzeuge noch anmieten müssen. Wir brauchen Sprit. Wir brauchen Leute, die eben auch mithelfen zu fahren. Ehrenamtliche, die bereit wären, uns dabei zu unterstützen. Also wer da möchte, kann sich gerne bei mir melden. Mit dem Unterallgäu, insbesondere dem dortigen Landratsamt, ist man laut Wolfgang Groß bereits in Kontakt. Die Hilfe könne vor Ort am besten koordiniert werden. Betroffene können aber auch direkt in Neugablonz Hilfe bekommen. Also ich stelle mir das vor, dass das Landratsamt die bedürftigen Familien oder die Haushalte, die betroffen sind, eben registrieren und uns dann mitteilen, wer was benötigt. Zum einen kann man dann vielleicht selbst hier vorbeikommen, wenn es kleinere Sachen sind. Andere Dinge liefern wir gerne an. Vielleicht ist es auch gut, wenn man in Mindelheim noch eine Lagerfläche bekommt, wo man Sachen dann hinstellen kann. Also das ist alles noch im Fluss. Wir haben ja erst gestern angefangen mit dieser Aktion und gehen nur langsam Schritt für Schritt vorwärts. Diese Schritte wollen auch betroffene Familien in dieser schwierigen Zeit gehen. Jede Spende, egal wie klein, kann helfen, diese Schritte vielleicht etwas größer und schneller werden zu lassen. Ja, aktuelle politische Herausforderungen, die rücken durch die Ereignisse der letzten Tage ja teils etwas in den Hintergrund der Aufmerksamkeit. Und doch drängen sie. Im Oberallgäu zum Beispiel gibt es immer weniger Platz für Flüchtlinge. Wenn die Entwicklung so weitergeht, kommt der Landkreis bald an seine absolute Grenze. Was also tun? Wie soll es weitergehen? Mehr dazu gleich. Ihr Heimtier ist ein Teil der Familie. Darum geben wir ihm, was es benötigt, um glücklich und gesund zu sein. Blattner Heimtierfutter steht für Qualität. Die Natur ist unser Vorbild. Der zufriedene Kunde unser Ziel. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler Teppiche, natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das ist Ferdinand. Was Ferdinand nicht mag, wenn seine Frau ihn mal wieder ratlos macht. Warum haben ihre Pflanzen Augen? Warum trinkt sie ihren Kaffee nie aus? Und warum lässt sie den ganzen Tag die Puppen tanzen? Was er mag, wenn er Antworten bekommt, wie von seiner Apotheke rund ums E-Rezept und dann zum Abholen vorbeischaut, weil er den kleinen Plausch so liebt. E-Rezept? Ganz einfach. Mit deiner Apotheke. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Besuchen Sie uns, entdecken Sie und schmecken Sie die ganze Vielfalt Allgäuer Käsekunst. In unserem Käse- und Bioladen in Isny oder in Haselburg bei Leutkirch. Käsküche Isny. Mehr Bio als erlaubt. www.käsküche-isny.de. Beim Beulendoktor in Innenstadt kümmern wir uns um wirklich alle Probleme. Ob Werkstattservice, Unfallinstandsetzung, Lackierung oder Aufbereitung. Wir sind die Kfz-Meisterwerkstatt mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Geht's ums Auto? Geht's zum Beulendoktor. Werden Sie Teil der Mediengruppe Allgäuer Zeitung. Wir sind das Medienunternehmen im Allgäu und als Multimedia-Dienstleister kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden. Für unsere Standorte Kempten, Kaufbeuren und Füssen suchen wir Mediaberater print und digital, männlich, weiblich, divers. Es erwarten Sie eine eigenständige Gebietsverantwortung mit vielen Bestandskunden, ein attraktives Grundgehalt plus Erfolgsprovision, flache Hierarchien sowie ein hochmotiviertes Team. Jetzt direkt bewerben unter bewerbung@azv.de. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zum guten Sehen. Wir stehen für umfassende, kompetente Sehberatung auf dem aktuellen Stand von Forschung und Technik. Ausblick auf mehr Durchblick. Ihr Heinz-Seh-Zentrum Westallgäu in Lindenberg. Musik.
1.900 Flüchtlinge sind aktuell im Landkreis Oberallgäu untergebracht. Dazu kommen dann noch weitere 900 privat untergebrachte ukrainische Flüchtlinge. Das Problem? Mangelnde Möglichkeiten zur Unterbringung der Geflüchteten. Schon lange ist die Lage hier angespannt. Nun seien die Grenzen der Belastbarkeit aber endgültig erreicht. Eine neu gebaute Unterkunft, aber auch Altbauten und mehrere Zelte. Um den hohen Zuweisungen an Flüchtlingen gerecht zu werden, musste der Landkreis Oberallgäu aktiv werden. Doch das Mehr an Platz, das durch Zelte und Neubauten hinzugewonnen wurde, neigt sich nun dem Ende zu. Etwa 50 freie Plätze gibt es noch, bei der aktuellen Zuweisung werden die jedoch innerhalb des nächsten Monats aufgebraucht sein. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir aus den vergangenen Jahren noch einigen Nachholbedarf an Aufnahme hatten, weil wir einfach nicht in der Lage waren, das uns zugeteilte Kontingent tatsächlich unterzubringen. Und so kam es, dass wir allein im Jahr 2024 schon 450 Flüchtlinge aufnehmen mussten. Und damit sind wir jetzt wirklich an der Kapazitätsgrenze wieder angelangt. Die Verteilung der Flüchtlinge wird über den Königsteiner Schlüssel geregelt. Dieser wird jährlich neu berechnet. Die Zuweisung auf die Bundesländer ergibt sich dabei aus dem dortigen Steueraufkommen und der Bevölkerungszahl. Mit fast 16% ist Bayern nach Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit den meisten Zuweisungen. Die Bundesländer verteilen dann weiter auf die Regierungsbezirke, diese dann auf die kreisfreien Städte und Landkreise, diese dann wiederum auf die Kommunen. Also es gibt Gemeinden, die sehr intensiv bei der Suche uns unterstützen. Und es gibt aber auch Gemeinden, die nach wie vor glauben, dass sie um die Unterbringung von Flüchtlingen insgesamt rumkommen. Das ist nicht der Fall. Und da appellieren wir auch an die Solidarität aller Kommunen, diese Größenordnung von Flüchtlingen zwischen 1 und 3% ein bisschen nach oben zu schrauben. Ich denke, mit 3% Bevölkerungsanteil ist noch keine Gemeinde überlastet. Die Sorgen, die viele Kommunen vor einer Belegung mit Flüchtlingen hätten, sind laut Haug unbegründet. Doch der Landkreis kann die Kommunen nicht zwingen, Flüchtlinge aufzunehmen. Der Versuch, die Aufteilung gerecht zu gestalten, erschwert sich dadurch. Gerade im Oberallgäu sei es schwierig, geeignete Gebäude zu finden. Als Tourismusstandort seien viele Objekte dem Tourismus vorbehalten. Dazu kommt, dass die Wohnungszahl auch nicht überdimensioniert hoch ist. Und deswegen haben wir auch in den bestehenden Unterkünften für Flüchtlinge sehr, sehr viele Fehlbeleger noch. Das heißt, Menschen, deren Asylverfahren positiv abgeschlossen ist, die womöglich sogar auch schon einen Arbeitsplatz haben, und die eigentlich ausziehen sollten, können schlicht nicht ausziehen, weil sie keine private Wohnung finden. Der Appell, sich beim Landratsamt zu melden, gilt also nicht nur den Kommunen, sondern auch privaten Wohnungsbesitzern. Doch was, wenn sich keine geeigneten Gebäude finden? Ja, wir können natürlich nicht die Flüchtlinge einfach in die Orte fahren und dann aussteigen lassen und ihrem Schicksal überlassen. Wir müssen dann tatsächlich weitere Notunterkünfte ins Auge fassen, wie wir es ja jetzt schon haben, große Zelte, aber das ist natürlich von der Lebensqualität nicht das Optimale. Zelte als auch die Umnutzung von Turnhallen wolle man unbedingt vermeiden. Sollten sich allerdings keine anderen Unterkünfte auftun, bleibt dem Landratsamt keine andere Möglichkeit. Wie das Oberallgäuer Landratsamt bekannt gibt, seien bisher übrigens keine Flüchtlingsunterkünfte vom Hochwasser betroffen. Und morgen prominenter Besuch im Allgäu. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck war vor ein paar Tagen bei uns im Sendegebiet und hat backen gelernt. Klingt amüsant, hat aber natürlich auch einen ernsteren Hintergrund, denn das Bäckerhandwerk leidet besonders unter dem Fachkräftemangel. Und so wollte Gauck auch ein kleines bisschen Werbung für den Job in der Backstube machen. Wie er sich beim Formen einer Brezel geschlagen hat, sehen Sie dann morgen. Ich freue mich schon drauf. Und das war's von mir mit Ihnen. Bis dann.